es war, glaube ich, das zweite Mal, wo wir innerhalb eines Filmes angefragt wurden vom Regisseur Rob Cohn, der damals diesen Triple X-Film gedreht hat, der explizit auch die Band haben wollte und auch die Band unbedingt im Film haben wollte. Ja. Feuerfrei! Also für Feuerfrei sind wir mit großen Erwartungen in die Tschechische Republik gefahren und dachten, wir drehen ein Video in Prag, eine Stadt, die wir sehr, sehr lieben und in der wir auch gegangen sind. Dem war aber nicht so, sondern der Dreh fand auf dem Land irgendwo statt, spielte aber im Film in Prag. Und zwar in einer stillgelegten Kirche. Riesige alte Kirche, völlig abgefuckt. Das war echt ein Elend zu sehen, was dort mit Kulturgut passiert. Das Ding war fast einsturzgefährdet, haben die da irgendwie einen Monat vorher das ganze Ding versteift und gesichert, dass man dort drinnen drehen konnte. Aber es war schon ein sehr skurriles Set, weil draußen war absolute Dorfatmosphäre und verschneite Winterlandschaften und ein paar einzelne Bauernhäuser und wie gesagt, diese fast ruinöse Kirche in der Mitte. Und drin war ein absolut gestyltes, so Hollywood-Set. Mein heißer Schrei! Der erste Tag, der war total klasse, irgendwie war alles durchgetimed und alles lief irgendwie nach Plan, so zeitlich gesehen, weil war jetzt auch nicht so richtig Kampfgebrauch, irgendwie da einen kleinen Wagen gehabt und wir haben die Sache abgedreht dort und das sah schon mal da irgendwie auf der Bühne ziemlich geil aus. Also es gab verschiedene Einstellungen, verschiedene Winkel für die Kameras, von oben, von unten, von der Seite, immer wieder die Pyrotechnik nochmal. Und insofern war es, wir haben eigentlich den Titel fast immer durchgespielt und die haben sich dann daraus geholt, was sie brauchten. Wir hatten vorne unsere Gasanlage und hinten war vom Film so eine ganze Flammenwand. Und die Flammenwand, das war so heiß, dass das nicht auszuhalten war. Deswegen mussten wir ein Stück nach vorne gehen, da vorne waren aber unsere Flammen. Und am schönsten war es dann, wenn beide zugleich an waren, dann habe ich mich wie so ein Döner geführt. Es war, obwohl ein Döner nur Hitze von hinten hat, aber es war so schlimm, dass man, war kein Entrinnen. Das war, das war von vorne und hinten heiß. Wir haben dann immer so getan, als ob nichts ist. Aber auf den Rücken der einzelnen Protagonisten war dann schon so das ein oder andere rote Brandmal. Unser Flammenmann, der weiß ungefähr, was wir so abkönnen, wann die Augenbrauen schmelzen und so. Das wusste der Filmmann nicht. Der hat dann einfach immer schön Yummy gegeben. Es war heiß. Kann man, würde ich sogar zugeben. Till auch, wenn er ehrlich wäre. Wir hatten ja diese Mundflammis gehabt, die wir dann mal abschießen mussten, so eine Vorrichtung, wo du mal auftrittst. Und das Lykopodium wird dann durchgeschossen und du hast ihn die ganze Zeit immer nur gedrückt. Ja. Normalerweise in der Show machst du das vielleicht 10 Sekunden und da war irgendwie so 3 Minuten durch Flammen. Also es hat irgendwie, hatte ein gutes Gefühl irgendwie mit der ganzen Feuershow und der Song war gut, hatte guten Drive gehabt und wir sahen irgendwie gut aus, wir haben uns gut gefühlt. Das war irgendwie cool, weil die hatten irgendwie einen Haufen Rammstein-Fans für Statisten gecastet sozusagen. Dann haben die teilweise deutsche Fans, aber massenhaft tschechische dort eingeflogen. Die haben sich unglaublich cool fanmäßig gestylt und haben auch immer wild abgefeiert, jedes Mal, wenn wir den Song performen mussten und das war nicht wenig. Die armen Fans in der Kirche waren auch schon total durch und dann muss man praktisch so, wo man eigentlich nur noch ins Bett will, muss man dann so tun, als ob man gerade ein Konzert macht, aber das können wir. Und ja, wir haben halt für die 20 Mal vorher freigesungen und die mussten dann immer danach tanzen. Ist halt so am Dreh, also da spielst du den Song mindestens 60 Mal. Ja, und danach kannst du noch. Die Ahne ist, wer Schmerzen kennt. Vom Feuer, das in Lust verbrennt. Ein Funkenstoß in ihren Schoß. Ja, das ist immer so am Filmset. Und selbst beim Videodreh so, wo es eben nur um die Band geht, muss man eigentlich in der Regel immer stundenlang auf Fahrten einrichten. Und sich am besten ein Buch mitbringen oder, naja,
Also nicht nervös werden. Und wir mussten am nächsten Tag, mussten wir noch was nachdrehen. Irgendwie, er brauchte irgendwie noch eine Sequenz von keine Ahnung, von ein paar Sekunden. Irgendwas hat gefehlt, ja. Und er meinte dann, okay, wir sollen irgendwie nachmittags um 4 irgendwie kommen und wir dort vielleicht noch mal eine halbe Stunde. Und es war, der nächste Tag war der absolute Horror, weil wir mussten dann bis nächsten Tag um 6 Uhr morgens warten. Irgendwie in der Kälte und ich meine, wir hatten dann unseren Wagen, aber es war so langweilig. Ich weiß noch, ich hatte eine neue Kamera und da war so ein Nachtmodus, wo halt so grün aussieht. Und da haben wir dann immer Raumschiff Enterprise gedreht, indem wir so versucht haben, Zeitlupe zu erstellen so in, oder Schwerelosigkeit. So. Aber mit Grün, das sah ziemlich echt aus und der ich glaube, den Film habe ich noch irgendwo. Wenn man schlau wäre, würde man den jetzt irgendwie zur DVD dazu packen. Aber ich finde den wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, gerade bei dem Video war einer dieser Videos, wo ich irgendwie das erste Mal gesehen habe und gedacht habe, ey, das stimmt. Ich brauche mal einfach nichts verändern. Ja, ist einfach gut, hat gute Action. Irgendwie der Song funktioniert. Also was ja immer ganz wichtig ist, weil manchmal können auch Bilder und Musik so kontraproduktiv sein. Aber in dem Fall war es so, dass ich das Gefühl hatte, der Song wird noch stärker. Da geht es ja viel um Stunts und um Feuer und um Action irgendwie. Und ich glaube, wir haben ganz gut in dieses Konzept reingepasst von dem Film. Es ist selten eine Band so präsent gewesen in einem Spielfilm, wie wir das Glück da hatten mit Feuer frei, weil der Song läuft fast komplett durch in dem Film. Und zwar gleich am Anfang. Also wenn einer nur Rammstein-Fan ist und den Film nicht gut findet, dann braucht man sich nur den Anfang des Films angucken.